Deva Garbhasana ist wörtlich der Mutterschoß Gottes. Garode in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asanas beschreibt die Stellung wie folgt. Fasse deinen linken Fuß und bringe den linken Fuß links neben den Nabel. Bringe auch den rechten Fuß und bringe ihn rechts neben den Nabel. Dann komme auf die Knie und bringe die Knie etwas näher zusammen. Bringe die Hände auf den Boden, die Fingerspitzen nach hinten und schaue zur Nasenspitze. Der letzte Teil ist übrigens sehr leicht, schaue zur Nasenspitze. Fabian zeigt eine Vorübung dafür. Vom Sitzen ausgehend komme auf die Knie und gib den Füße zum Lotus und so kannst du die Hände neben dich auf den Boden geben und Handflächen nach vorne geben. Vielleicht kann Fabian gerade das machen, einfach zum Lotus kommen und dann die Finger auf den Boden und nach vorne schauen oder sogar die Handgelenke nach vorne und die Finger nach hinten. Gut, eine nächste Möglichkeit wäre, von hier ausgehend probiere jetzt, den einen Fuß zum Bauch hinzubekommen. Und so kannst du tief das Ein- und Ausatmen. Wenn du jetzt den Fuß von selbst so halten könntest, könntest du den anderen Fuß daneben setzen. Eine nächste Vorübung ist Mahabhadrasana. Du setzt dich wieder hin, du gibst die Fußsohlen zusammen und dann gibst du die Fußsohlen nach oben und du ziehst die Füße zu dir hin und gibst die Fersen zum Nabel hin. Anschließend drückst du die Knie langsam Richtung Boden, soweit es geht. Und diese Variation ist eine schöne Vorübung. Garbha heißt ja auch Mutterschoß. Die Fußsohlen gehen eben zum Bauch, dem Mutterschoß. Und so kannst du dir vorstellen, dass in dir das Göttliche ist, das du beschützt und letztlich in dir zur Geburt bringen willst.